Du sagst den Alter, zieht euch schwarz an, schwarze Hose, schwarze Schuhe. Der kommt mit dunkelblaue Hose, dunkelblaue Schuhe. Ich sag, Olum, ist das schwarz für dich? Die wollen schwarz. Schwarz, schwarz. Ja, nicht schwarz. Und dann, was machen die? Die kommen mit dunkelblau. Und dann werden die nach Hause geschickt. Und dann fehlt dir auf einmal ein Mann. Was wollte ich sagen, ja? Genau, ich war in Dortmund. Ich habe hier in Bochum geguckt. Ich wollte bis nach Bonn fahren sogar. Bis nach Bonn, von Bochum nach Bonn. Das sind 116 Kilometer eine Strecke. Am Unterholm, alle Webcams sind ausverkauft, Lan. Alle Webcams sind ausverkauft. Es gibt keine Webcam. Geht mal bei Mediamarkt auf die Seite. 22.07. kriegst du erst wieder eine Webcam. Dann war ich heute in so einem Musikladen. Wollte mir von Rode so ein 180-Euro Mikrofon kaufen. Ne? Wo du so richtig übertriebene Radiostimme hast, Alter. Ja, wir führen keine Rode. Wir führen die Marke nicht. Ich sag, was ist das denn für ein Laden, Alter? Mediamarkt auch nicht. Muss ich aus dem Internet bestellen. Aber ich habe nur Bargeld gehabt, wisst ihr? Ich hab halt, naja, ist auch egal. Auf jeden Fall, mit Konto und so mache ich nicht gerne. Ich mache lieber mit Bargeld, wisst ihr? Nein, das ist wegen diesem scheiß Homeoffice. Wegen dieser Homeoffice-Kacke findest du keine Dingens mehr. Findest du keine Webcams mehr. Das ist das Problem. Ey, richtig Schmutz, deutscher Einzelhandel. Pass auf. Ich hätte fast in Dortmund, ohne Scheiß, ey, ich hätte fast diesen Laden so auseinandergenommen. Ich hab den Teamleiter zu mir rufen lassen. Und hab mit dem Teamleiter noch gemeckert. Guck mal, ich stehe da, ich rufe vorher an, ne? Die sagen mir, ja, in Dortmund, wir haben noch Webcam, ne? Ich fahr da hin. Dann sagt der Typ zu mir, dort vor Ort, ja, hier war irgendwie ein Karton mit Webcams. Ich guck mal, wo der ist. Ich war erste Etage. Er meint so, normalerweise muss das im Lager sein. Ich guck mal im Lager, ne? Hier oben, sagt er. Geht er in Lager oben gucken? Lässt mich 10 Minuten warten, kommt wieder, meint so, ja nee, der Karton ist safe da, ich hab das gesehen, dann muss das unten sein. Lässt mich nochmal 20 Minuten warten. Also ich warte insgesamt eine halbe Stunde da, ja, weil die mir sagen, die Webcam ist da, die ich haben will. Dann kommt der Wichser nach 20 Minuten mit leeren Händen wieder hoch und sagt mir, ja sorry, die Webcams, die da sind, die sind schon für online verkauft. Die können wir dir nicht geben. Ich sag, willst du mich verarschen, Alter? Ich stehe hier draußen an der Schlange, weil ihr die Leute nicht reinlasst in den Laden. Ich warte draußen vor der Tür 10 Minuten. Ich komme hier rein, warte eine halbe Stunde auf dich. Du erzählst mir, die Webcam ist da. Und dann kommst du nach einer halben Stunde mit leeren Händen wieder und sagst mir, die sind schon online verkauft. Ich sag, dann stornier irgendeine verfickte Scheiß-Online-Bestellung und gib mir jetzt eine Webcam. Ja, das können wir nicht machen, bla bla bla. Ich sag, komm, ruf mir deinen Teamleiter, ich will gar nicht mit dir reden. Ja, das tut uns leid und weiß ich nicht was und dies und jenes. Ich hab dich von oben bis unten beleidigt und bin rausgegangen. Richtige Schwänze, Alter. Wenn er mir direkt gesagt hätte, wir haben das nicht, ne? Kein Problem. Ich hätte gesagt, ja, egal, scheiße, verkauf, dann gehe ich wieder. Aber du Hund, lass mich doch nicht eine halbe Stunde warten und sag mir, es ist da. Du sagst mir, es ist da und ich warte die ganze Zeit lang. Also solche Pisser, ey, unglaublich. Ja, habt ihr schön Iftar gemacht? Gut, gut. Meine Frau hält mich zum Glück immer zurück. Wäre nichts, hätte ich schon gesessen wegen deutschen Einzelhandel. Ja, ich musste mich auch beherrschen. Ich war mit meiner Mutter und mit meiner Frau da. Deswegen, habe ich mich noch ein bisschen zurückgehalten. Aber ich bin trotzdem geplatzt, also. Das ist schon ehrlich unverschämt. Normalerweise wären die kulant gewesen, ne? Die hatten eine ganze Kiste voll, wären die kulant gewesen, hätten die Arschlöcher doch sagen können, hier komm, wir stornieren eine Online-Bestellung und geben dir das. Du bist hier hingekommen extra, am Telefon sagt man dir, es ist da. Dann lassen wir dich eine halbe Stunde warten. Dann gib mir doch eine Webcam und storniert eine Online-Bestellung. Der online bestellt, der sitzt zu Hause bequem und den juckt das doch nicht. So.
Hättet ihr halt gesagt, wäre eine kaputt gegangen oder was weiß ich. Dann bist du auch die ganze Zeit mit dieser verwirrten Maske vorm Gesicht da rumlaufen. Deine Nase wird platt gedrückt und keine Ahnung was. Ey, ich schwöre euch, das wäre in einem anderen Land, wäre das so nicht passiert, ne? Also Service in Deutschland ist so schlecht geworden, Alter. Service in Deutschland ist so schlecht geworden. Wisst ihr, deswegen feiere ich Apple. Viele Leute sagen, ah, Apple dies, Apple das, ne? Aber Apple, meine Freunde, Apple hat den besten Service. Ich benutze gerade ein S20 Plus. Ich habe gerade kein iPhone-Handy, ne? Aber jedes Mal, wenn ich Probleme hatte mit Apple, haben die super Service gemacht. Ich habe sogar einmal iPhone geschrottet. Ich hatte keine Versicherung, gar nichts. Ich habe denen gesagt, ey, guck mal, ich benutze alles von Apple, dies, das. Apple TV, Apple MacBook, Apple Watch, keine Ahnung. Die haben mir, ich schwöre bei Gott, die haben mir ein Handy, die haben mir ein neues Handy geschickt. Ich habe mein altes Handy eingeschickt, die haben mir ein neues geschickt. Wenn du mit Apple mal Probleme, also ich habe Apple Service beste Dings gemacht. Was empfiehlst du den ganzen kleinen Unternehmen, die jetzt Insolvenz anmelden durch Corona? Du hast ja das Thema schon mal durchgemacht. Was soll ich dir sagen? Strick nehmen oder so, ich weiß nicht. Also als ich damals Insolvenz anmelden musste, ich sage euch ganz ehrlich, das hat mich so krass psychisch belastet. Ich war fertig, Alter. Ohne Scheiß, ich war fertig. Ich war so stolz darauf, dass ich den meinen Namen, meinen Familiennamen, dass ich das geschafft habe, dass der auf einer großen Hauptstraße hier in Bochum, dass mein Name an der Bürotür steht, Alter. Und dann wegen diesen Pissern Insolvenz gehen und alles verlieren. Boah, das ist heftig, ohne Scheiß. Das tut weh auf jeden Fall. Jengis, kannst du eigentlich die Security-Business. Nein, Mann. Guck mal, ich empfehle dir tausendmal eher, in einen Rockerclub zu gehen, anstatt Security-Business aufzumachen. Das sind alles Verbrecher. Security-Branche ist alles Verbrecher. Das sind die größten Pisser überhaupt. Wirklich. Wie oft du da um dein Hack kämpfen musst, ne? Um dein Geld kämpfen musst. Das ist unglaublich. Abu Sharraf. Walla, Bruder, woher kriegt man diese Masken? Ja, ist ja diese Maskenpflicht irgendwie in Almanja. Guck mal, ich habe meine alte Motorradmasken einfach benutzt. Wenn du keine Masken kriegst, guck bei Amazon nach Motorradmaske. Ja, vor allen Dingen, du machst eine Stunden, ne, Security-Branche, du machst eine gewisse Anzahl an Stunden und dann streichen sie dir die Stunden weg, die Hunde. Die sagen, ja, hier, der brauchte gar nicht, hier eine halbe Stunde, da eine halbe Stunde oder die Position, die war aber nur bis 19 Uhr, warum stand er denn da bis 20 Uhr? Da müssen wir eine Stunde kürzen. Und dann reichst du denen einen Zettel, Alter, mit 3.000, 4.000 Stunden und die streichen dir 200, 300 Stunden zurück, runter. Ja, deine Leute musst du trotzdem bezahlen. Ey, wo ist mein Gewinn? Mein Gewinn wären doch diese paar hundert Stunden gewesen, die du mir wegstreichst. Also deswegen immer diese Politik. Und dann deine Leute, deine Mitarbeiter, du hast manchmal das Gefühl, du redest mit Idioten, so richtige Schafe, Alter. Du sagst denen, Alter, zieht euch schwarz an, schwarze Hose, schwarze Schuhe. Der kommt mit dunkelblaue Hose, dunkelblaue Schuhe. Ich sag, Olum, ist das schwarz für dich? Die wollen schwarz, schwarz, schwarz. Ja, nicht schwarz. Und dann, was machen die? Die kommen mit dunkelblau. Und dann werden die nach Hause geschickt. Und dann fehlt dir auf einmal ein Mann. Und dann sagt er zu dir, ach, ich habe 30 Leute bestellt, hier sind aber nur 29. Ja, ich sag, du hast so einen nach Hause geschickt gerade, weil er dunkelblau trägt anstatt schwarz. Ja, ist dein Problem. Entweder du holst neuen Mann, oder Vertragsstrafe 250 Euro. Was sickt das? So ist das. So ist Security-Branche, Leute. So ist Security-Branche. Deswegen, Dreck, Müll. Richtiger Müll. Jengis, hast du neue Mois-Videos schon reagiert? Richtig witzig. Nee, ich hab das hier. Du meinst, you lachen, you verlieren. Ich hab noch nicht geguckt. Keine Ahnung. Ich war ganzen Tag unterwegs, Leute. Ich war ganzen Tag unterwegs. Ich bin jetzt gerade. Wir waren diese Action-Markt, wo waren wir noch? Dann war ich, wie gesagt, in Dortmund, hab da gesucht, war in so einem Musikladen. Also ich bin seit 15 Uhr oder so, bin ich nicht mehr zu Hause gewesen.
war mit Mutter und Frau unterwegs die ganze Zeit. Dann haben wir hier schön vom türkischen Bäcker Ramazan Pide geholt. Waren dann bei Eltern essen. Und ja, jetzt bin ich hier. Meine Frau ist immer noch drüben bei Eltern. Charles Lee Ray 40. Bro, danke für dein Abo. Vielen Dank. Unterwegs und keine Insta-Story gemacht. Wallah, ich bin noch nicht so drin in diese Dingsfilm, ja. Überall Instagram-Story machen und so. Ich nehme mir das jedes Mal vor, aber ich weiß nicht. Ich bin da noch nicht so diese Social Media Profi. Aber warum bist du so unzufrieden mit deinem Equipment? Das sieht doch jetzt alles gut aus hier. Verstehe die nicht, die sich über Quali beschweren. Ja, es geht halt immer ein bisschen besser, ne? Und guck mal, das Problem ist, was mich richtig abfuckt, also Mikro sei mal dahingestellt, ne? Mikro, ich weiß, ist nicht beste, aber kann noch so, da würde ich mir noch ein bisschen Zeit lassen, ne? Das muss jetzt nicht unbedingt von mir aus, ne? Ich will zwar das neue Mikro haben, weil sich das neue Mikro echt, da hört sich die Stimme schon sehr nice an, aber am wichtigsten ist mir Webcam, weil ich muss mein Handy nehmen als Kamera im Moment. Das Bild, was ihr hier gerade seht, das wird über mein Handy gestreamt. Ja, Bro, und das ist scheiße. Manchmal rufen Leute an, es kommen WhatsApp-Nachrichten. Ich kann nicht antworten, ich kann nicht lesen. Das ist halt ein bisschen behindert. Aber ey, für all diejenigen, die mir was erzählt haben von wegen Philipp Schlaffer und so weiter. Da war so ein Dude auf Instagram. Nochmal danke an dieser Stelle an ihn. Der hat da irgendwie was klar gemacht mit diesem Philipp Schlaffer. Der meinte, ich soll mich, ich hätte da Bock drauf oder was. Ich soll mich mal ruhig melden bei dem. Ich habe das noch nicht gemacht. Ich habe das vorhin erst gelesen, die Nachricht auf dem Weg nach Hause. Ja, das heißt demnächst werden wir vielleicht auch was mit diesem Philipp Schlaffer machen. Ich habe überlegt, so ein Format zu machen, wo ich auf Twitch einfach Leute einlade, wenn die zu weit weg sind, dass ich einfach so einen Stream mit dem mache, ne? So von wegen, keine Ahnung. Ja, einfach so ein Twitch-Talk mit Gästen. We'll be right back.